Wow! Oho! Hey! Ich bin's, Blippi! Wir haben keine Zeit zum Schlafen, denn der Sommer ist vorbei. Ja, wisst ihr, diese Jahreszeit, in der es so warm ist? Oh, es ist so warm. Oh. Ja, die Jahreszeit nach dem Sommer ist der Herbst. Ja, yeah, die Blätter färben sich in der Zeit orange und rot. Wow, so eine wunderbare Zeit im Jahr. Hey, wisst ihr, welchen Festtag wir im Herbst haben? Ja, mal sehen. Oh, einer davon ist Halloween. Yeah, ich liebe Halloween. Es ist ein solch aufregender, lustiger Festtag. Dann können wir Süßes oder Saures spielen. Yeah, und kriegen einen Berg Süßigkeiten und dekorieren unsere Häuser. Das macht echt Spaß. Und wir können uns auch entscheiden, als was wir uns an Halloween verkleiden wollen. Als was verkleidet ihr euch dieses Jahr? Yeah, so spannend. Wow, hey, habt ihr gesehen, dass dieses Haus absolut keine Halloween-Dekoration hat? Ich denke, ihr und ich sollten das Haus dekorieren. Wow, seht mal hier, ein perfekt platzierter Korb, voll mit Halloween-Dekorationen. Okay, mal sehen, was drin ist. Wow, okay, ich stelle ihn mal hier hin. Hey, und was sticht mir als erstes ins Auge? Hopp, Kürbisse. Ja, yeah, ein Kürbis ist rund. Wow, seht mal die zwei. Wow, und diese zwei. Hey, jeder von ihnen hat ein Gesicht. Das hier ist ein, ängstlicher Kürbis. Wow. Okay, dieser Kürbis ist traurig. Okay, wie sieht denn der Kürbis aus? Fröhlich. Und dieser Kürbis ist wütend. Okay, ich denke, wir sollten diese Kürbisse auf die Veranda stellen. Oh, ich habe eine Idee. Wir stellen den fröhlichen Kürbis hier hin. Yeah, hallo, fröhlicher Kürbis. Und das hier ist der Platz. Mal sehen, wir nehmen das Gegenteil von fröhlich. Nämlich traurig. Wir haben noch zwei Kürbisse übrig. Wir nehmen den wütenden Kürbis und stellen ihn hier hin. Perfekt. Und wir nehmen den ängstlichen, der überraschten Kürbis für hier. So ist's gut. Bleib genau da. Na gut. Lasst uns nachsehen, welche Dekoration wir noch haben. Wow, alles klar. Wir haben noch einiges mehr an Dekorationen. Okay, mal sehen. Wir haben Toilettenpapier und Hütchen. Wir haben eine Kette. Wow, seht. Welches Tier ist das hier? Ja, das ist eine Ratte. Und welches Insekt ist das hier? Moment mal, das ist kein Insekt. Es ähnelt nur einem Insekt. Das ist eher eine Spinne. Okay. Das ist nur Spielzeug, aber wir setzen es an den Eingang. Okay, sieht aus, als hätten wir den perfekten Platz gefunden. Wir stellen es auf den Handlauf. Genau so. Die Ratte sitzt also dort. Und dann setzen wir die Spinne einfach nach da. Perfekt! was haben wir noch da drin? Hey, wisst ihr noch das Toilettenpapier? Ich weiß, was wir damit machen. Wir können es um den Baum wickeln. Wie ein Geist oder eine Mumie oder sowas. Das wird ein Riesenspaß. Alles klar? Legen wir los! Perfekt! Wie sieht's aus? Es sieht definitiv festlich aus. Okay, mal sehen, was wir noch haben.
Wow, es gibt noch viel mehr Sachen hier drin. Wow, ein weiterer Kürbis. Ich denke, dieser Stab gehört in den Boden. Ja, seht, genau so. Bereit, los. Wir platzieren ihn genau da. Wie sieht das aus? Ja, der Kürbis wächst zwischen all den vielen anderen Pflanzen. Wow! Yeah! Er ist zurück in seinem Zuhause. Wow! Ihr wundert euch sicherlich, was das ist, ha? Huh? Wow! Es ist schwarz und rot. Wow! Sieht aus wie eine große, gruselige Spinne. Wow, okay, lasst uns den perfekten Platz finden. Das wird eine Spitzendekoration. Wow, ich habe den perfekten Platz. Yeah, seht, es baumelt. Genauso wie Spinnen in ihrem Netz baumeln. Wow, whee. Spinnen weben diese Netze sogar über Bäume und Äste und Zweige und Pflanzen. So ist das ganze Netz breit aufgefächert, damit Insekten wie Fliegen hinein in das Netz fliegen und sich verfangen. Also das ist die Art, wie eine Spinne zu ihrem Futter kommt. Wir haben noch viel mehr Tolles zum Dekorieren da. Ich liebe Halloween. Es ist so cool, weil fast alles in einer Farbe ist. Ja, es ist überall die gleiche Farbe. Es ist die typische Farbe für Halloween. Es sind sogar zwei. Schwarz ist die eine, aber seht, welche Farbe haben denn die anderen Sachen? Ja, eine meiner zwei Lieblingsfarben. Oh. Ja, es ist orange. Okay, hier haben wir orangefarbene Hütchen. Aber Moment mal, was macht man mit orangefarbenen Hütchen? Sie sind nicht so Halloween-typisch. Hey! Aber wenn wir kreativ sind, kommt mit hier rüber! Und mit unserer Kreativität machen wir daraus vielleicht sogenanntes Candy Corn. Ja, Candy Corn ist eine sehr leckere Süßigkeit. Man sollte nicht so viel davon essen, ja? Eine Halloween-Süßigkeit. So, jetzt werde ich rumsprühen mit Sprühfarbe, welche nur Erwachsene benutzen dürfen, okay? Und ich bin draußen an der frischen Luft, denn sie einzuatmen ist nicht gut. So, und nun geht es los. Perfekt. Okay, die Hütchen sind orange und gelb momentan. Aber Candy Corn ist ja, wie ihr seht, weiß, orange und unten gelb. Also werden jetzt die Spitzen weiß. Wow, wie findet ihr sie? Sie sehen so lecker aus. Okay, lasst sie uns gleich darüber stellen. Okay, wie wär's mit einem Candy Corn? Genau hier? Perfekt. Und dann können wir das andere dorthin stellen. Perfekt. Das ist fantastisch. Wow. Hey, wisst ihr noch, wir sprachen doch über Spinnen und Spinnennetze. Ja, das sind Spinnennetze. Das sind keine echten. So, und jetzt machen wir sie ans Haus. So können wir wie die Spinne unsere eigenen Netze weben. Los geht's! Seht, ich bin in einem Spinnennetz gefangen. Okay, wir legen das Netz hier hin. Das sieht wirklich gut aus.
Wir machen einen echt guten Job. Okay, ein paar Dekoartikel haben wir noch. Wow, seht ihr das? Manches an Halloween ist ziemlich gruselig. So wie diese Kette. Okay, gut, wir benutzen sie trotzdem. Okay, es geht los. Wie wär's, wenn wir sie da herumwickeln? Ja, das ist nicht so gruselig. Es ist nur eine Kette. Perfekt. Das war's schon. Es ist schön und lustig. Habt ihr schon mal Süßes oder Saures gespielt, hä? Ja, ein Riesenspaß. Ich sage gern, Süßes oder Saures? Okay. Scheint, als hätten wir noch viel mehr Kürbisse. Hey, die Kürbisse, die wir schon hochgestellt haben, waren unsere allererste Dekoration. Erinnert ihr euch an die 4 von vorhin? Ja, und dann haben wir den anderen Kürbis in den Garten gestellt. Okay. Wir haben viele kleine Kürbisse. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und zu guter Letzt 10. Wow, Momentchen mal. 11 Kürbisse. Wir stellen ihn genau hier hin. Oh. Ich bin ganz traurig. Sieht aus, als wäre das Letzte. Oh. Es hat echt so viel Spaß gemacht, mit euch das Haus zu dekorieren. Okay, aber wir können noch nicht aufhören. Wir haben noch eine letzte Dekoration. Und ich weiß den perfekten Platz. Wow, es ist durcheinander. Oh. Hey, jetzt haben wir es. Manchmal, wenn es drunter und drüber geht oder das Leben nicht rund läuft, wenn ihr nicht aufgebt, dann schafft ihr es. Yeah, alles klar, jetzt geht's los. Absolut perfekt. Wow. Wir haben es echt richtig gut gemacht. Ich liebe Halloween. Es ist eine so schöne Zeit im Jahr. Ich liebe Süßes oder Saures. Und ich liebe das Dekorieren der Häuser an Halloween. Werdet ihr dieses Jahr euer Haus dekorieren? Yeah. Nun, ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Aber ich sollte so langsam mal los. Hey, noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir, ja? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye-bye.